die erste Frage, die würde ich gerne Herrn Meyer stellen. Und zwar fragt Birgit Gehrmann, haben wir alle noch das gleiche Demokratieverständnis? Wie sehen Sie das? Da stellt sich die Frage, wer wir alle, also im Journalismus. Ich bin ganz sicher, dass nicht alle das gleiche Demokratieverständnis haben. Es gehört zur Demokratie halt auch Bildung dazu und man muss natürlich schon auch die Geschichte kennen, die wir am Anfang angesprochen haben. Also es ist schon auch viel verlangt und auch zu Recht viel verlangt, wenn man sagt, man muss einfach die Demokratie so erkennen, wie sie dann ist und was sie leisten kann. Ich weiß nicht, ob ich damit die Frage richtig beantworte, aber alle haben sicherlich nicht das gleiche Demokratieverständnis, oder? Herr Holt, das wäre ja auch an Sie. Nein, selbst wir drei haben wahrscheinlich nicht das gleiche Demokratieverständnis. Das ist ganz klar. Selbst Verfassungsrechtler, die sich den ganzen Tag mit dem Grundgesetz auseinandersetzen, haben in der Regel nicht exakt das gleiche Verständnis. Ich glaube, dass unsere Schnittmenge einfach so groß sein muss, dass wir alle an selben Strang in dieselbe Richtung ziehen, um die Demokratie hochzuhalten. Aber da sehe ich jetzt eigentlich wenig Sorgen. Es gibt sicher schon Unterschiede in der Praxis der Demokratie, die dann irgendwo auch ins Verständnis eingehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Demokratieverständnis habe, was heißt, Demokratie funktioniert dann, wenn am Ende die Meinung herauskommt, die ich mir wünsche. Dann ist es ein Problem. Es ist aber häufig so, dass man unter Demokratie versteht, dass man die eigenen Bedürfnisse und Interessen durchsetzen kann. Viel schwieriger ist es, und das ist das eigentlich, glaube ich, von uns allen zu entwickelnde Demokratieverständnis, dass man es ausdrücklich auch als ein Erfolg von Demokratie verstehen kann, wenn nach Austausch von Argumenten und den verschiedenen Betroffenheiten am Ende etwas herauskommt, was nicht dem entspricht, was ich selbst mir eigentlich gewünscht hätte. Wenn aber ein fairer Austausch von Argumenten möglich war und am Ende dann die Mehrheit sich so entscheidet, dann es zu akzeptieren und zwar es nicht kritiklos zu akzeptieren, aber das Verfahren der Demokratie wirklich auch zu akzeptieren, wenn es mir nicht passt, wenn nicht das Ergebnis rauskommt. Das ist aus meiner Sicht ein Demokratieverständnis, was wirklich tragfähig ist. Und wir neigen vielleicht alle manchmal ein bisschen zu sehr dazu, die Demokratie dann in Frage zu stellen, wenn das Ergebnis nicht das ist, was wir uns gewünscht hätten. Herr Holt, nächste Frage an Sie. Felix Feuerstein, das ist auch ein sehr schöner Name, finde ich, der fragt zum Thema Extremismus, was ist denn nötig, um Behörden personell und finanziell aufzustocken? Naja, um Behörden finanziell und personell aufzustocken, ist Geld und Personal notwendig. So kann man das eigentlich relativ einfach beantworten. Die Frage ist ja, müssen wir alle Behörden aufstocken? Ich glaube, da sollte man sehr, sehr gut differenzieren. Es gibt immer natürlich wie in so einer Krisensituation natürlich dann den Bedarf, dass man die Gesundheitsämter aufstockt. Wenn wir einen Tierskandal haben, müssen wir die anderen Behörden aufstocken. Generell glaube ich, dass unsere Behörden eigentlich schon jetzt natürlich zum Großteil am Anschlag wirklich arbeiten. Aber sie können deswegen natürlich nicht über Tausende von neuen Beamten einstellen, weil wenn wir die Pandemie mal überwunden haben, dann glaube ich, sieht es gleich wieder anders aus. Ich will nur einen Satz noch zu dem sagen, was Herr Bedford Sturm gerade gesagt hat. Ganz, ganz richtig und wichtig. Ich glaube, am meisten von Demokratie bekommt man oft ganz unten an der Basis in der Kommunalpolitik mit. Und da stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen sich erstmal kaum für Demokratie und für die Prozesse interessieren. Erst wenn sie persönlich betroffen sind und dann meistens auch schon dann, wenn es fast zu spät ist, und dann ist plötzlich der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat in Gefahr, wenn in der Nachbarschaft irgendwo ein Haus gebaut wird, das ihnen einen halben Stock zu hoch ist. Also das ist, glaube ich, etwas, woran wir alle gemeinsam arbeiten müssen, dass die Menschen sich mit der Demokratie so identifizieren, dass sie sich rechtzeitig einbringen und dass sie auch gemeinwohlorientiert dabei denken und nicht eben nur, wenn sie selber betroffen sind. Das endet ja meistens so, dass, also ich sage jetzt einmal mal ein Beispiel, dass Menschen, die sagen alle, um Gottes Willen nicht die ganze freie Natur verbauen, bitte doch lieber die Lücken in der Innenstadt erstmal ausnutzen. Ja? Aber wehe, so eine Lücke ist gerade uns eigene Hauseck, dann heißt, ihr könnt doch nicht die letzten Grünflächen in der Innenstadt verbauen. Das ist so das Typische.
Und aber auch solche Dinge kommen erst dann, wenn eigentlich die Entscheidungsträger schon alle Abwägungsvorgänge hinter sich haben. Das zur vorigen Frage, Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe aber jetzt auch eine sehr schöne und interessante Frage an den Herrn Landesbischof von Dagmar Fromm. Sie fragt, wie kann ich den Beleidigungen der Verschwörungstheoretikern am besten begegnen? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wen man da vor sich hat. Also, ich habe vorhin gesagt, jeder Mensch ist zuerst ein Mensch. Und dann erst das, was er tut oder sagt. Dahinter steckt natürlich die Hoffnung, dass es uns so oft wie möglich gelingt, und es ist manchmal fast unmenschlich, das überhaupt zu erwarten, einer Beleidigung jetzt nicht den gleichen Reflex entgegenzusetzen und zurückzubeleidigen, sondern einen Menschen dadurch, und ich habe das auch schon erlebt, dass das tatsächlich dann erstaunliche Wirkungen hat, den Menschen, der mich beleidigt, erstmal als Menschen anzunehmen und ihn das auch spüren zu lassen. Also die Beleidigung erstmal auszuhalten, nicht zu akzeptieren, nicht hinzunehmen, aber den Menschen, der mich beleidigt hat, damit konfrontieren, mit meinem eigenen Menschsein. Ich habe zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ich habe im Internet, auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite, hat ein Mensch, den ich nicht kannte, ziemlich schlimme Beleidigungen ausgestoßen. Und dann hat er 2 Tage später mir ein Mail geschrieben und hat gesagt, er hat da abends Sachen gesagt, die er vielleicht nicht hätte sagen sollen. Und ich habe ihm sofort zurückgeschrieben und habe gesagt, das finde ich jetzt ganz groß von Ihnen, dass Sie das jetzt sagen, dass Sie mir gegenüber das sagen. Ich habe sofort gesagt, alles okay, alles in Ordnung. Und der vertritt politisch ganz andere Meinungen als ich und kritisiert immer noch vieles, was ich sage. Aber wir haben eine ganz nette Beziehung entwickelt. Und ich habe ihm gesagt, wenn Sie mal in München sind, sagen Sie mir Bescheid, kommen Sie mal vorbei, vielleicht können wir uns mal sehen. Da habe ich erlebt, wie das Gespräch, der Dialog, das ist nicht immer möglich, aber es gibt solche Erfahrungen. Wie das auch vielleicht zu sagen, ich habe da was gemacht, was mir jetzt leid tut. In diesem Fall kam es von ihm, aber ich würde es für mich hoffen, dass ich das auch mal schaffe, sowas zu sagen. Dadurch kann was Neues entstehen. Und ansonsten, wenn das unrealistisch ist, dann glaube ich, muss man in sich gehen und nochmal einen kurzen Zwischencheck machen und sich klar machen, dass das, was diese Person mir gerade an den Kopf geworfen hat, nicht stimmt. Und dass ich aus einer ganz anderen Kraft leben kann, als aus solchen Anschuldigungen, die mich dann vielleicht im Innersten treffen. Insofern gibt es sozusagen einen konstruktiven Weg, eine Beziehung vielleicht neu zu gestalten. Und es gibt natürlich auch die eigenen inneren Abwehrkräfte. Ich sage jetzt mal aus religiöser Sicht, wenn ich weiß, ich bin von Gott geliebt und wenn ich das wirklich in meiner Seele habe, dann kann ich ziemlich viel aushalten. Vielleicht darf ich da noch ganz kurz ergänzen. Das ist das eine noch, und dann kann man es auch noch jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch relativ vielen Anfeindungen ausgesetzt und kriegen das auch. Und es ist nicht immer leicht, das zu lesen. Übrigens, ich ärgere mich auch, wenn ich manchmal lese, was da unter den Posts zum Beispiel von Ministerpräsidenten steht, was sich Leute herausnehmen, da zu sagen. Da dann vielleicht doch so groß zu sein oder so, was heißt groß, so drüber nachzudenken und zu sagen, was bringt die Menschen eigentlich wirklich dazu, solche Dinge zu tun? Weil da steckt ja eigentlich eine Tragik und eine Dramatik dahinter. Das ist ja nicht Jux und Dollerei, dass jemand das macht oder nur so, weil er jetzt gerade böse ist. Und das ist vielleicht etwas, wo wir auch sagen müssen, okay, also bei uns auch im Journalismus, wir haben einen Auftrag. Den haben Sie als Kirchenmann, den haben wir als Journalist. Und am Ende, bei uns fußt das Ganze auf einem Staatsvertrag, der den Bürgerinnen und Bürgern eine Einordnung geben soll. Und wir haben einen Kulturauftrag. Der ändert sich ja nicht bloß, weil wir angegriffen werden. Ich kann mich also an dem festhalten. Und Sie haben von der Kraft bei Ihnen gesprochen, an der Sie sich festhalten. Also ich glaube, mit den Dingen kann man dem Sachen begegnen. Und dann am Ende kann man es hinnehmen. Und man muss es deswegen nicht immer gut finden. Und man ist auch mal emotional, aber im Großen und Ganzen gehört das übrigens auch zur Demokratie. Die Kanzlerin sagte immer in dem Zusammenhang, fand ich ja auch immer gut,
Da gibt es ja immerhin Bilder, wo sie verbrannt wird, also wo sie als Puppe verbrannt wird und Demonstrationen und alle diese Dinge. Und sie immer sagt, wenn sie das sieht, dann ärgert sie sich nicht, sondern dann freut sie sich als jemand, der aus der DDR gekommen ist, dass es in diesem Land eine freie Meinungsäußerung gibt. Wo Sie gerade Demos ansprechen, die nächste Frage vielleicht an Herrn Holt von Maren Westmann auch da. Sie sagt, warum werden Demos mit absehbaren Verstößen gegen die AHA-Regeln überhaupt genehmigt? Ja, das sind wir wieder beim demokratischen Grundverständnis. Generell muss ja eine Demo erstmal nicht genehmigt werden, sondern generell habe ich einfach zunächst mal das Recht, mich zu versammeln und zu demonstrieren. Und das ist eines unserer ganz wichtigen Grundrechte. Nur wenn jemand verstößt, nur wenn jemand die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet, dann gibt es Anlass dafür, da reglementierend einzugreifen, sei das mit Einschränkungen, sei das mit Auflagen oder schlimmstenfalls mit einem Verbot. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man so rum anpackt. Und ich sage, das sollte man von vornherein verbieten, sondern nein, das ist ja unser aller gutes Recht. Und das ist übrigens immer dann, wenn irgendwo Kräfte versuchen, unsere demokratische Grundordnung in ihren Grundfesten zu erschüttern, dann ist das Demonstrations-, das Versammlungsrecht ja unglaublich wichtig. Ja, man sieht es überall auf der Welt, wo Despoten an der Macht sind. Da hat das Volk ja oft gar keine andere Chance, sich dagegen zu wehren, als auf die Straße zu gehen. Das darf man bei alledem nicht vergessen. Deswegen halte ich es für richtig. Grundsätzlich dürfen Menschen sich versammeln, grundsätzlich dürfen sie demonstrieren. In dem Moment, wo sie verstoßen, in dem Moment sollen die Sicherheitsbehörden eingreifen. So, dann schauen wir uns die nächste Frage an von Johann Winkler, vielleicht an den Herrn Landesbischof. Sehen Sie unsere Grundrechte dauerhaft in Gefahr? Nein, das glaube ich nicht. Denn wir haben doch, das ist ja jetzt schon verschiedentlich gesagt worden, schon eine sehr stabile Demokratie. Und wir machen ja auch die Erfahrung, wenn die Gefahr besteht, dass sich bestimmte Dinge durch diese Sondersituation der Pandemie, bestimmte Dinge einfach notwendig sind, um Leben zu schützen. Wenn man sich daran gewöhnt, dann gibt es immer Leute, die widersprechen. Da gibt es immer eine Diskussion. Das erleben wir jetzt gerade und das ist auch gut so. Und deswegen glaube ich, es wird sich nicht dauerhaft festsetzen, dass bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Dazu ist, glaube ich, unsere deutsche Zivilgesellschaft viel zu lebendig. Wir haben, glaube ich, inzwischen die demokratischen Werte, die Grundrechte verinnerlicht. Und es gibt immer Menschen, die sich deutlich artikulieren, egal welche politischen Bereiche das sind. Deswegen habe ich doch, muss ich sagen, ein ziemliches Zutrauen zu unserer deutschen demokratischen Kultur. Bin ja der einzige Nicht-Amerikaner in meiner Familie. Meine Frau ist Amerikanerin und meine drei Söhne haben einen amerikanischen Pass. Wir haben sehr intensiv verfolgt, das, was in den letzten 4 Jahren in den USA da passiert ist, auch mit ziemlichem Entsetzen verfolgt. Wir haben uns immer wieder, wir waren immer wieder dankbar für das, was wir hier in Deutschland an demokratischer Kultur entwickelt haben. Dazu gehört auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich sage das jetzt nicht, weil Sie da sitzen, Herr Mayer, sondern weil ich wirklich glaube, dass wir gar nicht dankbar genug sein können für die Diskurskultur, die Demokratiekultur, die sich entwickelt hat, auch dank des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ja kein Staatsfunk, das ist ja pluralistisch zusammengesetzt und die Gremien sind alle von unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen Gruppen geprägt. Und dass wir da eine verlässliche, nicht am Kommerz orientierte, sondern einfach an den Werten des Grundgesetzes, der Menschenwürde orientierte Kultur entwickelt haben, der Information. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt, auch jetzt in diesem vergangenen Jahr. Deswegen entgegen allen Anfeindungen sage ich, wir brauchen die Logik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich mehr, nämlich auch im Internet. Wir brauchen Algorithmen, die der Menschenwürde verpflichtet sind, der Wahrheit verpflichtet sind und nicht einfach der Maximierung
des möglichen Gewinns. Und deswegen unterstütze ich auch den Vorstoß des früheren BR-Intendanten Ulrich Wilhelm, auf europäischer Ebene eine solche alternative Struktur ins Leben zu rufen, die es uns möglich macht, diese ganzen Segnungen der Social Media, die ja viel Gutes haben, die auf eine Basis zu stellen, bei der die Algorithmen nicht das Extreme hochpushen, sondern bei der die Algorithmen verantwortlich gemacht werden, ethisch verantwortlich gemacht werden. Und insofern sind wir da auf einem Weg, der mich nicht pessimistisch, sondern insgesamt mit Zuversicht in die Zukunft schauen lässt. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die zeitlich in unsere Sendung passen. Die erste würde ich gerne an Herrn Holt richten. Die stammt von Andreas Förcherer. Er fragt, wie können Bürger bei grundrechtseinschränkenden Maßnahmen stärker einbezogen werden? Das ist ja tatsächlich eines der großen Themen zurzeit, weil schon die Parlamente natürlich teilweise damit hadern, wie wenig sie einbezogen sind. Ich glaube, wir haben da in Bayern einen ganz guten Weg gefunden, dass das Parlament wenigstens einbezogen wird, vor die Exekutive ihre Verordnungen jeweils dann in Kraft setzt. Ich glaube, das ist tatsächlich im Moment schwierig. Wir haben 82 Millionen Menschen und wenn es darum geht, wer jetzt wann das Haus verlassen darf und abends zu Hause sein muss, da kann ich nicht mehr jeden fragen. Diese Entscheidungen müssen wahrscheinlich tatsächlich anhand der Infektionslagen, anhand von Ratschlag von Experten getroffen werden. Ich glaube, dass es gut ist, wenn Interessensgruppen gehört werden, wenn die Gastwirte, der Einzelhandel, die Kirchen, wenn die sich Gehör verschaffen wird, jeder Einzelne. So habe ich jetzt die Frage fast verstanden. Ich glaube, das würde unser demokratisches System dann überfordern. Wir haben ja auch ein repräsentatives System, das muss man einfach mal sehen. Deswegen wähle ich ja auch meine Repräsentanten, damit die dann 4 oder im Bundesland 5 Jahre das Richtige tun. Aber ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, dass tatsächlich eben die einzelnen Bevölkerungsgruppen, die einzelnen, ob das eine Schulfamilie ist quasi oder ob das Kirchen habe ich gerade erwähnt, egal, in jedem einzelnen Teilbereich unserer Gesellschaft, dass wir die mehr einbinden. Und ich glaube, dass das schon auch vernünftig wäre, wenn wir uns da auf Landesebene auch mehr Gedanken darüber machen. Und dann dürfen solche Entscheidungen eben auch nicht um nachts um 2 getroffen werden, weil dann kann ich nicht um Mitternacht noch schnell beim Herrn Landesbischof anrufen und fragen, wie sieht es denn aus mit der Öffnung der Kirchen an Ostern? Das muss dann einfach vorher stattfinden. Und wir kommen zur letzten Frage, vielleicht, dass Herr Mayer antwortet. Wir hatten ja schon über Fake News und Verschwörungstheorien gesprochen und genau dazu fragt Anne Vallon, begünstigen die neuen Medien eben die Verbreitung von Fake News und diesen Theorien? Ja, natürlich tun sie das, weil ja im Prinzip jeder, wenn ihm was durch den Kopf geht, es sofort veröffentlichen kann. Wir haben ja jetzt gerade in der Diskussion gesehen, dass es auch durchaus Vorteile haben kann, diese öffentlichen Medien zu haben. Sie, Herr Landesbischof, haben Ihr Facebook-Statement jeden Tag. Sie erreichen damit ganz andere Leute, wie Sie vielleicht an der Kanzel noch erreichen. Also das kann man auch nutzen, aber es ist eben gleichzeitig eine Öffnung dahin. Nicht mal Journalist ist ja ein geschützter Begriff. Jeder, der mal irgendwo 3 Zeilen geschrieben hat, kann sich Journalist nennen. Also das ist eine Sache, mit der wir auch uns auseinandersetzen müssen. Und das begünstigt es schon, aber ich würde sogar fast in der Summe sagen am Ende, warum sollen die Leute nicht mitreden? Und warum soll es keine breite Diskussion über diese ganzen Dinge geben? Wir beschäftigen uns im Bayerischen Rundfunk ständig mit der Frage, wie wir einfach zumindest den Dingen, die falsch sind, also sprich Fake News, wie Sie es ansprechen, was entgegensetzen können. Wir haben vielfältige Anstrengungen zu sagen, Faktenfuchs gibt es zum Beispiel bei uns, br24.de ist eine Seite, wo Sie wirklich Informationen kriegen, Einordnungen, Tabellen, also alles, was man nur machen kann, um Sie auch durch die Pandemie zu führen mit allen Informationen, die möglich sind. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich vom Bayerischen Rundfunk bin, sondern weil ich wirklich stolz bin, auch auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen, die das jeden Tag leisten. Das ist ein harter Job, weil wir sind nun mal programmiert eigentlich auf Fernsehberichterstattung und auf Hörfunk. Aber wir haben im Digitalen da schon eine Menge erreicht. Und gerade jetzt in der Pandemie ist das etwas, wo ganz wichtig ist. Und da setzen wir eben in diesen sozialen Medien was dagegen. Und das ist eben dann einfach auch der Gegenentwurf zu Fake News. Also es gibt beides. Und dieser Dialog oder dieses Setting, würde ich es mal nennen,
kann jedenfalls der Demokratie nicht schaden.